So, dumm, 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 hier diese ganzen Abwehrgeschütze und alles mögliche, ach du Scheiße. Ganz ehrlich, die Orangenen sind eingesperrt, die kommen nach unten hin nicht mehr raus. Hey, schau mal, wo die einzelne rote Ölquelle steht. Also die kommen echt nicht mehr raus, nur die kleinen Einheiten. Wo, bei welchen? Die Ölquelle steht bei Mark in der Nähe. Ja, also Mark, welche Einheiten kommen nicht raus und was redet ihr? Kannst du sie ja, mal bei bashen? Bei den Orangenen, die kommen nach unten hin nicht raus, die wurden von den Roten und von den Lilanen zugebaut. Mhm. Weißt du, ich mach mal mit so einem Bagger nach die Ölquelle. Nein, die kommen nach unten Quelle echt nicht mehr raus. Von denen. Ja, mach mal. Bei mir hatten sie auch schon eine hingestellt. Alter, geile Sache. Und ich weiß nicht, was das bringt, weil da kommt ja keiner hin von denen. Du musst... Stell dir vor, es gäbe jetzt diese Luftschläge. Oh ja, das wäre geil. Einen rein, alles tot. Lucky, hast du Command & Conquer? Nein. Wollte ich mir aber alsbald holen. Ultimate Collection zu empfehlen. Ja, Mark und ich haben alle. Also 17 Command & Conquer Titel Add-ons mit inbegriffen für 30 Euro. Ich weiß, aber ich habe irgendwie... Ich hab das mal gesehen auf Amazon. Aber ich hab dazu eine Rezension geschrieben, das ist irgendwie scheiße. Ja, also, es funktioniert halt nicht irgendwie, aber es funktioniert bei mir. Also. Maxi, sag was. Hallo. Entschuldigung. Du wirst bei keinem Spiel nur gute Rezensionen finden. Ich weiß, aber da war explizit ziemlich viele schlechte, deswegen... Schau mal bei Battlefield 3 nach. Schau mal bei Battlefield 3 nach, weil da wurde Origin eingeführt. Ich weiß. Und dann ich persönlich hab gedacht, mit Origin wäre schlimmer, aber irgendwie... Origin ist nicht solange, so... Solange ihr noch wissen, welche Pornos man schaut... Naja, es hat sich ja in Grenzen gehalten bei mir, die Wut auf Origin, aber langsam. Ich kaufe mir Mass Effect im Sale, starte es, instant schließt sich's. Ich immer Origin Support anschreiben, nichts passiert. Bei mir für den ganzen Scheiß hier, aber diese Sounds sind echt irgendwie verbuggt. Entweder total laut oder total leise. Ich weiß nicht, weil nur in ziemlich wenigen Stufen anstrebbar sind, glaube ich. Du bist wieder zu leise, so hört man. Mein Gott, Albert. Albert, bitte. Bitte. Und jetzt mach nichts mehr. Ja, also die Ingame-Sounds hört man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme nicht. Total. Ich mache jetzt eigentlich die ganze Zeit gar nichts mehr. Was sollen die Kacke jetzt? Entweder die Ingame-Sounds sind lauter als ihr, oder man hört die gar nicht. Oh. Du stellst deine Türme wieder... Ach egal, ich sag mal nichts, Maxi. Mark gibt dir vorher noch den Tipp, die auf die Insel zu stellen, du stellst die fast drumrum. Ich hab den Tipp gegeben. Stimmt, der eine MG-Turm da hinten, der ist unnötiger, wie er unnötig nicht sein kann. Ja. Ist mir egal. Merkt man. Bei mir, ich hab so eine geile Verteidigungsposition. Zwei Blitzer und kein Scheiß kommt durch. Ich meine, alles, was bei mir ist und über die Brücke drüber will, kann ich farmen. Echt? Ja klar, da kommt nichts vorbei. Ich hab's. Das ist mehrfach erprobt und getestet. Mhm. Weil da kommt mein Gitter ist offen. Ich schick jetzt gerade einen Kamikazenjet los, aber. Warte, welcher Bunker gehört jetzt zu welchen? Also ich bin. Was haltet ihr eigentlich von der Uli Hoeneß Strafe? Was hält ihr eigentlich von der Uli Hoeneß Strafe? Der soll nur so wenig anstatt... Ja, der ist zu niedrig, die ist auf jeden Fall zu niedrig. Hallo Mann, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Steuern hinterziehend hätte, ich hätte 3-4 Jahre bekommen. Er hat 3,5 bekommen, nur so. Ja. Max, du hast ein bisschen kleines Problem. Wieso? Weil du kannst den Panzer da jetzt nicht rausholen, ne? Nein. Du hättest das Flugzeug früher abheben lassen sollen. Weil wenn das Flugzeug auf der Insel ist, kommt der Panzer immer dort unten raus. Alter, was höre ich denn da? Hätte mir aber sagen sollen. Aber das ist ja sogar bei KKND, dass man hört, aus welcher Richtung das kommt mit dem Headset. Ich weiß sogar, KKND, es wundert mich irgendwie, dass KKND Surround Sound unterstützt. Hm.
tja, jetzt bin ich an so einem Punkt angelangt, wo ich mich einfach zurücklehne und warte, bis Chuggernauts gemacht wird. Ja, genau. Hast du erst jetzt hat Chugger... ja. aber ich kann mir genau vorstellen, was gerade passiert ist, wann du darüber geschwenkt hast und so. Ja. Schau dir meins an, schau dir mein Arsenal an. Das ist auch nicht so cool. Dein Arsenal, nix. Dein Arsenal unten. ja, genau. Ein Leute. Okay, Max. Ach, Albert, brauchst du ja, Maxi-Game, mein Gott, du mit deinen Raketenorgeln, was machst du da eigentlich? Nicht. Okay, gut, dann werde ich mir dort, eine Base aufbauen, eine externe. Also ich baue mir dort eine Base und mache ein bisschen Verteidigung hin und nutze es dann als Luftwaffe-Schlitzpunkt. Max, sag was. Hallo, Entschuldigung. Bei mir ist es immer so, dass ich immer so konzentriert bin. Kannst du mit dem Mikrofon überhaupt aufnehmen, also Let's Plays? Ja. Echt? Ja, bei FIFA labert er ja die ganze Zeit. Yes, sir. Ja. Ja, dann suche ich auf die Seite und ja. Oder? Ja, sozusagen. Oh, schade, leider nicht drinnen. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil Orange das machen nicht viele. Orange macht einen Massenangriff. Was Neues. Ja, das ist kein Massenangriff, das ist eine verzweifelte Abwehrmaßnahme. Nein, sie wollen ihre Low-Shit-Einheiten loswerden. Und so geht es am schnellsten. Oh. So, mal schauen, was ich im Bunker krieg. Weißt du, was geil wäre, wenn so ganz einfache Menschen von so Chuggernauts überrollt werden würden? Okay, Albert, du hast den Scheiß bekommen. Ja, den größten Scheiß. Yes. Ganz normale Menschen werden von Chuggernauts überrollt, du Schlaukopf. Nur von den Robotern nicht. So, Marc, wo ist, welchen Bunker holst du dir? Den auf dieser Mini-Insel da. Ach, der. Der ist schon offen, ne? Ja, ja. Wir gehen gerade hin. Meiner ist jetzt der meiner. Ich hole mit dem beim Damm. Hallo. So, jetzt Live-Übertragung von der kleinsten Insel der Welt, auch die Bunkerinsel genannt. Ja, starte ich jetzt mal. Aber guck dir mal an, wie unlogisch der Bunker. Der Bunker ist dort auf der Klippe. Und dort außen und der Bunker ist ja dieses diese komische Erde. Und diese Erde ragt über die Klippe hinaus. Die Live-Übertragung von der Bunkerinsel. Kann sein, dass ein ganzes Multiplayer-Game immer die gleiche Musik läuft. Maxi, was machst du? Die Maxi, wichsen kannst du auch später. Die Alter, das ist bei mir gerade genauso verbuggt, Entschuldigung. Oh Gott. Da. Die Live-Übertragung von der einsamen Bunkerinsel, bevölkert von einem einzelnen Panzer, der nicht wegkommt. Was? Welche Insel meinst du jetzt? Ja, die von Maxi, die Bunkerinsel. Hä, wo? Ach, da. der ist doch... Wie heißt der? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Ach, ich muss ja mit einem Transporter, weil die können ja nicht übers Wasser gehen, diese... Ganz ehrlich, kann ich mit einem Airlifter und überhaupt landen? Bei dem Damm. Maxi, was willst du denn eigentlich? Nee. Ja, das geht. Ja, Maxi geht in meine Base rein, so ohne Grund. Keine Ahnung, was meine Spasten da machen. Keine Spasten. Was willst du denn da? Du greifst niemanden an, weil dann ist die... Das ist echt scheiße auf so einer Und, Insel. Jo, mein Bruder wurde gerade gerufen, weil er jetzt ins Bett muss, weil er morgen Fußballspiel hat. Gott sei Dank. Ja, er freut sich sehr. So, macht alles hier kaputt, was ihr finden könnt. Oh Gott. Ich hoffe, keiner von den Gegnern holt sich jetzt Orange wurde jetzt zugemüllt. Wer holt sich die Butter? Ja, einer von den Gegnern, weil ich muss jetzt warten, bis der Transporter fertig ist. Nein, die sind nicht gut genug. Ich frage mich gerade, warum ich 60 Infanterieeinheiten gebaut habe. Damit du Low-Shit-Fieber kriegst. Naja, die Infanterie, dann ist ja die Infanterie kein Low-Shit. Ja, aber trotzdem, Maxi sagt kein Wort. Ja, hallo. Er sagt immer ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Maxi, sag was. Ja, hallo. Also, hallo? Da kann er unten nicht landen. Doch, das funktioniert, du musst es nur versuchen. Ja, das... Alter, geht's. Ich glaube, das hat Lucky gemacht. Ja, weißt du, ja, es geht nicht. Du musst es nur versuchen. Mein Gott, du scheiß Low-Shit. Ich meine Airlifter. Pass auf, Alter, also, du kickst halt einen Anhänger von Lyon rein, ne? Da stehen irgendwie 30 Schnitter.
Gut, jetzt muss ich nur noch warten, bis der Bunker auf ist. Ja, was ist? Hallo. Hört mich, ja, hallo. Ja, hallo. Mark, hast du auch mal an? Ich? Ja. Nee. Ich warte, bis ihr alles kaputt gemacht habt und macht dann den letzten Ölton kaputt. Oh mein Gott. Mit meiner Chagadat-Armee. Hallo, in einer Zehntel Sekunde. Die hauen ab von einer Raketenorgel. Die hauen ab von einer Raketenorgel. Meine Fresse. Ach, wieso nicht? Eine Raketenorgel ist böse. Raketenorgeln sind OP. Ja, das weiß schon, die können OP sein. What the? Los, komm schon, Transporter. Das gibt's doch nicht, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt hat's. So, jetzt aber. Ja, danke schön. Wie sieht's denn... Mann, wie lange braucht ein Bunker halt, um aufzugehen? Die drei gehen... Die drei gehen immer fast gleichzeitig auf und der vierte braucht dann Ewigkeiten. Ja. Meine Fresse, wieso schießen die denn nicht? Weil... Das greift den Scheiß nicht an. Ganz ehrlich, die Brücke sieht irgendwie ätzend aus, da wo Lucky gerade auf den Bunker wartet. Das ist ein Damm. Ja, das ja aber das Damm. Sieht so richtig... Käse ätzend aus. Ja. Weizenkäse. Meine Einheiten sind diesmal wieder so richtig dumm. Du bist jetzt nicht immer auf der Map. Ja, stimmt. Ich meine, ich klick hier und die latschen dahin. Ich will den angreifen. Wo hätte er? Da, schön. Eigentlich für ein damaliges Spiel ist es richtig gut. Ja. Naja, dafür ist es, dass es jetzt irgendwie so 16 Jahre alt ist. Es ist eigentlich schon ziemlich geil. Es ist überhaupt doch geil, dass wir ein 16er Jahres altes Spiel noch überhaupt spielen, ne? Mark, wie viel von deinen Einheiten stehen da rum? Was weiß ich. Sieht auf der Karte immer so wenig aus. Ja, das sieht so aus, als wären das so einzelne Einheiten, obwohl da tausende von Juggernauts rumstehen. Und Lucky? Nein! Was ist? Gott, dieser scheiß scheiß roten Kackaugen. Albert greift Lila an. Alter, ach, du bist ja ein ganz. So, schwerer. Jetzt beginnt die Live-Übertragung bei mir, also. Das heißt, Marc, was hast du jetzt rausbekommen? Ach, das gibt's doch nicht. Da steht der Transporter und jetzt kann der Mediziner, der aus dem Transporter nicht raus, nicht zum Bunker gehen, weil der Transporter dann macht im Weg steht. Dann mach den Transporter weg, du Sack. Boah, kannst du denn echt nicht fassen, dass du den Scheiß bekommen? Schick ihn kaputt. Schick ihn zum kaputt werden. So, los. Und? Kaputt. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, das Beste hat was Maxi bekommen und der kriegt das Ding dann nicht raus. No units left? Nein, aber ich finde den, Dingens auch gut, den, Teil. Ja, du hast auch was. Ich finde, den, Schnelltransporter auch gut, also für Kamikaze-Angriffe ist es... Ja, der hat das letzte Mal bei mir total lang durchgehalten. Kamikaze-Angriff. Kamikaze. Kamikaze-Brücke. Damm. Von mir. Lucky, wieso bist du eigentlich so scheiße und schickst da so einen Airlifter zu mir? Weil ich weiß, dass deine Luftabwehr mich nicht angreift. Ja, und wieso schickst du ihn da zu mir hin? Ja, damit ich nicht über die Lidern muss. Ach so. Weil die haben Luftabwehr. Maxi schickt einen Kamikaze-Angriff zu den Orangenen, da schaue ich zu. Ja, aber Maxi ist nicht so der Experte. Ja, hat jetzt immerhin zwei Gebäude zerstört. Und eine Maschinenhalle und ein Ding hier ziemlich... Ziemlich halb zerstört, ja. Ja. Toll gedeutscht, muss ich sagen. Oh, ja. Oh mein Gott. Wenn man einfach nur auf seine Produktion wartet. Ach ja, wenn so ein Geschoss von so einem Tankbot einfach mal so ein Infanteristen one-hitten würde, was logisch wäre, anstatt irgendwie 10 Hits zu brauchen. Ja, Tankbots sind hier gegen Infanterie schwach. Max, trag was, Mel. Oh,
Mann, oh Mann. Bei mir ist es irgendwie komisch, dass ich nie was rede. Oh, schon wieder zu weit. Da, meine Kommando hier extern. Also jetzt hier, weil hier seht ihr gerade, was ein Kamikaze-Jet ist. Es ist ein Transporter, wo ganz viele Kamikazen, die sich selbst morden, also explodieren. Und wenn man den bei einem bestimmten Gebäude, also bei Gebäuden, die rausgehen lässt und dann instant explodieren lässt, dann kann man da auch zwei Gebäude auf einmal kaputt machen. Also dass die Kamikaze heißen, ergibt ja auch irgendwie Sinn, glaube ich, oder? Kamikeks. Kamikeks, ja genau, Maxi. Das war mal wieder ein sehr geistreiches Kommentar. Ich baue mal so ein paar so Low-Shit-Einheiten, damit die Gegner ein bisschen beschäftigt Alter! Sind. Alter! Weißt du was? Ich stelle meinen Gord auf den Wolf hin und da wird der instant angegriffen von den Liedern. Instant weiß. Instant kill. One hit? Nein. Leider nicht. Leider. Mein Gott, kotzen die einen an. Na gut, ich glaube, bevor ich die Kommandozentrale dorthin schicke zum Wolf, schicke ich dort erstmal vier Luftabwehreinheiten. Glaube ich nicht, die kommen. Alter, die Roten wollen da unbedingt ihre Jets rüberschicken, beziehungsweise ihre Fliegen, und dann drehen sie immer um. Können sich nicht entscheiden. Ja, was sie tun sollen. Was willst du tun? Alter, jetzt werden die von so einer Luftarmada von so Jägern. Oh, alle zurückziehen. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Wir alle erstmal in so eine Formation fliegen müssen. Nein. Gut. Ein der. Schade, dass es keine Reparaturbuchten für so, Wer sind die Orangenen? Das sind noch, normale, oder? Also keine von uns. Keine von uns. Lucky rüstet sich. Ein bisschen. Und. Oh. So, Large Anti-Aircraft, die brauche ich jetzt. Okay. Naja,